Hallo zu einem neuen Video. Heute besprechen wir, wie du führende Nullen vor Zahlen in Excel erstellen kannst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann, und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Gibt man Zahlen in eine Excel-Tabelle ein, kommt es manchmal vor, dass die Zahlenreihe mit einer oder mehreren Nullen beginnt. Das können wir hier in diesem Beispiel sehen. Und zwar gibt es hier das Feld Konto, und wie man hier sehen kann, beginnt dieses Konto mit zwei führenden Nullen. Wobei der tatsächliche eingegebene Wert ohne diese Nullen durchgeführt worden ist. Diese Nullen nennt man führende Nullen. Diese führenden Nullen werden normalerweise von Excel automatisch ausgeblendet. Es ist aber ganz leicht möglich, diese Nullen trotzdem anzeigen zu lassen. Für die Anzeige der führenden Nullen, welches wir nun durchbesprechen in Excel-Tabellen, kann für diese Zellen ein entsprechendes benutzerdefiniertes Format verwendet werden. Das Vorgehen ist das gleiche bei allen Excel-Versionen. Sehen wir uns das nun für unser Beispiel näher an. Hier gibt es die Postleitzahlen, und diese sollten, wenn es in unserem Fall einen Bezug zu Deutschland haben soll, noch das Kürzel D-Bindestrich aufweisen und gegebenenfalls noch eine 0. Wie man das nun durchführen kann, indem man einfach die entsprechenden Einträge markiert, die rechte Maustaste drückt, auf Zellen formatieren navigiert, und dort haben wir nun ein umfangreiches Angebot von Formaten, die wir übernehmen können, aber auch selbstständig erstellen können. Beginnen wir damit, bei der Postleitzahl uns das Sonderformat anzusehen. Hier gibt es zur Auswahl das Gebietsschema, das hier interessanterweise auf Chinesisch eingestellt ist, das aber auf Deutsch umgeändert werden soll. Nun erhalten wir Sonderformate für dieses Gebiet in Bezug zu Deutschland und haben dort die Möglichkeit, eine Postleitzahl, wie eingangs erwähnt, zu verwenden. Es könnte auch die Versicherungsnummer, Sozialversicherungsnummer, all diese haben ein bestimmtes Format, welches Excel bereits als Sonderformat hinterlegt hat, und diese kann dann ganz einfach mit Selektion und OK übernommen werden. Nun erhalten wir entsprechend diese Postleitzahlen mit diesem D-Bindestrich. Es gibt aber auch Ziffernfolgen wie Kontonummern, für die kein passendes vordefiniertes Zahlenformat bzw. Sonderformat zur Verfügung steht. Das kann nun über ein benutzerdefiniertes Format gelöst werden. Angenommen, das sind nun die entsprechenden Kontonummern, und diese ist immer für eine vorgegebene Anzahl, beispielsweise für 15 Ziffern vorgesehen, und alle darüber hinaus sollten mit einer 0 angezeigt werden. Dann mache ich folgende Vorgehensweise: Ich selektiere diese, navigiere auf Benutzer definiert und kann dort die ersten 5 Nullen angeben und die nächsten 5. Sogleich sehe ich auch hier im Beispiel, wie sich dieses benutzerdefinierte Format auf die eingegebene Zahl auswirkt. Ich bestätige mit OK, und wie wir sehen, werden nun die entsprechenden Kontonummern als oder mit den führenden Nullen dargestellt, obwohl die Eingabe nur oder ohne den Nullen angegeben worden ist. Auf diese Weise können Zahlen mit führenden Nullen in allen Situationen korrekt dargestellt werden. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu helfen, und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!